Juten, Huhu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Horse Reality. Ich bin wieder zurück aus dem Urlaub und habe dann erstmal geguckt, was hier so passiert ist. Und es ist viel passiert, wie ihr seht. Wir haben hier eine ganze Latte Fohlen und die gucken wir uns an. So, das ist das Fohlen von Blackie. Wir machen erstmal was anderes. Wie gesagt, ich war schon länger nicht mehr da. Jawohl, sehr schön. So, das ist das Fohlen von Blackie. Das ist ja mal eine schicke Farbe. Aber leider nur ein Very Good. Der ist natürlich viel zu schlecht für unsere Zucht. Deswegen wird er dann uns verlassen. Entweder in Richtung Markt oder in Richtung Zaun. Das werden wir dann sehen, ob ich ihn loswerde. Wir gucken uns noch an, was er so hat. Ein großes E, ein großes A und ansonsten nischt. Und ein Champion in Endurance am besten. GP von 6,89. Eigentlich so gar nicht verkehrt. Auch für eine hübsche Farbe, aber eben halt das da ist nicht schön. So, dann geht's weiter. Oha. Warte mal, jetzt muss man nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5 mal Very Good. Das ist ja mal ein Very Good, finde ich. Wer ist denn da die Mama? Die Mama ist Sugar und Elements Helios ist der Papa. Chicken Kerlchen. Obwohl, vom Vater hätte er ein bisschen mehr übernehmen können. Aber wir gucken mal unsere Genetik. Also nicht unsere, sondern seine. Ihre. Entschuldigung. Ist ja ein Mädchen. So, zwei große E's, ein großes A. Ein Champagne und ein Roan. Ah, es könnte also sein, dass dann doch noch wie Papa aussieht. Und dann, ja, wird es für Dressur oder Reining, aber das Beste ist in Reining. GP von 6,36. So. Werde ich definitiv behalten. Dann das nächste Küken, Fohlen. Oh. Schick. Ein kleiner Hengst, alle mit zwei Very Good. Muss ich mal gucken, wie meine Hengste aussehen. Wir gucken mal nach, was unsere Weißkittel hier erzählen. Zwei große E's, ein großes A. Eine Langspielplatte und ein Peyton. Und oh, entweder in Dressur, Jumping, Reining, Eventing, Endurance, or Racing oder Driving. Die beste in Dressage, also in Dressur. Mein Gott. Du bist aber ein Multitalent. Ein GP von 6,93, gar nicht verkehrt. Papa ist der Fridolin und Mama ist die Symphonie. Ja, zwei Very Good, ein Very Good und dann mit zwei Very Good da rauskommen. Finde ich gut. Muss mir mal angucken, was unsere Knappis sagen. Was sagen da meine? Der hat drei Very Good, der hat zwei Very Good. Ach, das ist mein sogar Fridolin. Und drei Very Good. Ja, dann wird da dann wohl doch verkauft werden. Wo waren wir jetzt? Da waren wir. Okay. Ja, dann geht es weiter mit Holla. 1, 2, 3, 4 Very Good und 2 Average. Da gucken wir uns mal die Mama an. Die Mama ist nämlich Schwarzhüßchen. Ja, 6 wäre gut, ein Average und ein Bellow Average. Also da haben wir schon mal das Bellow weg, aber dafür 2 Very Good weniger. Aber eine sehr hübsche. Gut, da gibt es nicht allzu viel, was man da machen kann. Ein großes E und ansonsten ein großes Nischt. Ein GP von 540 und wenn sie was kann, dann kann sie driven. Da bin ich noch am Überlegen, ob ich sie behalte, weil wie gesagt, mit diesem Bellow Average, was da weg ist, ist ja schon mal ganz toll. Ja, da werde ich mal noch ein paar Nächte drüber schlafen. So, dann haben wir hier, ja, ich habe wieder Exmoors. Ich bin so glücklich. Allerdings nicht mit dem hier. Was hast denn du? Du hast ja nichts.
kleines Mädchen. Kein very good, gar keins. So, überhaupt nichts. So, zwei große E's, zwei große A's und ansonsten wie so alles nix. Wenn sie was kann, dann Endurance, aber ja, das auch nur so. Ja, nebenbei 563 GP und wie gesagt, 12 gut wird uns also verlassen, definitiv. So, dann haben wir 72, 70, doch ein anderes, okay. Oh ja, hat ja auch ein Very Good. Einmal Very Good in Galopp, okay. Das ist na die Mama. Paulinchen und Bandits Feather. Also eine Eigenproduktion von mir. Super. Ja, eigentlich brauchen wir uns die Genetik nicht angucken, weil so große Überraschungen werden wir da nicht vorfinden. Zwei große E's, zwei große A's. Tja. Endurance, 560 GP und ein Very Good. Wie sieht die Mama aus? Die Mama hat viel Very Good, also wird dann die Mama bleiben und das Töchterchen wird uns dann verlassen. So, weil... Oh. Ah. Sehr schön. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Fohlen. Aber... Gut, mit den drei wäre gut, bin ich so einverstanden, aber dieses Average, das ist nicht schön, Leute. Heieieiei. Hat mal einer kurz ein Radiergummi, damit ich das wegradieren kann. So, zwei große E's und Tobiano, das war's. Ja. Ein GP von 6,64 und die beste Chance für Dressur. So, wie sieht denn die Mama aus? Also Papa ist Nick Crowley und Beauty Queen. 7 Very Good und 4 Very und das ist Average. Ach, je. Ja, also geh mal davon aus, dass du uns verlassen wirst. Tut mir leid, aber das Leben ist hart. Das Leben ist nun mal kein Ponyhof, auch wenn es ein Ponyhof ist. So. Du bist ja schnuckelig. Was hat er denn? 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Ja, damit passt das schon mal so in den Rahmen meiner anderen. Hier ist da die Mama. Dark Chocolate und Niflheim ist der Papa. Dann gucken wir uns mal an, was die Wissenschaft daraus gefunden haben. Ein großes E. Und ansonsten ein großes Nischt. 564 GP und in Champion in Raining. Tja, ich glaube, den werde ich behalten. Bei guten Angeboten gebe ich ihn vielleicht weg, aber ansonsten eher nicht. So, weiter geht es. Oh, du bist ja auch putzig. Nur drei wäre gut, wird uns also definitiv verlassen, weil meine Stuten sind alle besser. Vielleicht, wenn irgendjemand eine Zucht anfangen will und diese haben will, schreibt mich einfach an. Bin dafür Gespräche offen. Ein großes E, ein großes A und ein GO. Also nicht ein GO, sondern nur ein G. Aber O. Ein Z und ein SW1. Ui, du hast aber gesammelt, Meister, Meisterin. Ein GP von 5,88 und wie immer Champion in Raining mal später. Da war Hermod, war der Papa und Blue Eye die Mama. Oh, dafür bist du aber recht schlecht geworden, Tante. Muss ich jetzt mal sagen. Schäm dich. So, und jetzt zum letzten Fohlen. Ein 1, 2, 3, 4. Very good. Ist gut. Mehr wäre Quatsch. Also mehr wäre nicht Quatsch, mehr wäre besser, aber 7 wäre gut und 7 wäre gut und draus kommt 4 wäre gut. Leute, ihr habt in der Schule alle nicht aufgepasst. Hallo. Ein großes E, zwei große Gs, also wird sie wohl noch ein bisschen heller werden, ein bisschen sehr heller.
Ja, und in Jumping ein GP von 643. Mal gucken, also ich gucke mir an, wie sie wird vom Aussehen her. Vielleicht behalte ich sie doch. Ihr wisst ja, ich habe da so meine kleine Schwäche mit den Oldenburgern und mit den anderen Pferden. Ja, also mal gucken. Da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ja. Jetzt gucken wir mal nach. Ich habe jetzt 51 von 55. So, jetzt sind jetzt aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ach je. Ja, also das wird wohl wieder darauf hinauslaufen, dass ich viel, viel verkaufe oder über den Zaun hebe. Werde ich schon mal ein paar Rückenübungen machen. Und ja. Wenn ich dann wieder Platz habe und züchten kann, dann werde ich euch wieder eine schöne Folge davon machen. Bis dahin sage ich danke fürs Zusehen und tschüss. Euer Hightower.